So, willkommen zurück zu Generation Zero. Wir haben ja versprochen, jetzt geht's in den Bunker. Also rein in den Bunker. Guten Tag. Und hallo. Ja, genau, Andi. Ach, schieß doch nicht die Technology. Warum nicht? Zwischen den Aufnahmen war die Tür schon mal aufgegangen und da ist hier so ein Botter rausgeflitzt. Einfach so panisch. Gesagt, lauf ruhig bloß. Sei froh, dass Andi gerade AFK ist. Hat er mich doof angeguckt und ist weitergerannt. Da ist nichts, wa? Ach ja, doch, hier ist. Ah ja. Ich stell auf Pistole. 633 Schuss, weiße. So, Container checken. Kommt zum Looting Simulator 2020. Olli, hier sind Kisten zum Looten. Im ersten Container. Aha, hier ist Rucksack. Minke, sei fertig, Pavel Svoboda. Pavel Svoboda. Alles klar. Akwan. Tascha, hast du hier auf der Bank? Ja. Hier ist wieder Waffenkiste. Eine Knips wieder. Ah. Ein Magazin war da drin, ne? Wir könnten da echt mal den Waffenloot ein bisschen anpassen, ganz ehrlich. Erst kriegst du Ewigkeiten gar nichts und dann kriegst du immer nur die gleiche Schrott. Das ist nicht schön. Na dann, weiter Rinder. Ja. Da hier, weil ich noch einen Marker ja getriggert wurde. Rechts. Ja, hier wird mal wieder getriggert. Hier ist eine Spinne, Moment. Da geht's Treppen hoch. Ich lad grad nach. Da hinten ist ein Bot. Container. Oh, einiges. Da hinten ist nix. Holy shit! Kommst du aus dem Container? Stehen da überall Bottis. Bin überladen. Na, hier ist noch was im Stroh. Bin schon überladen, aber hier drin brauche ich ja jetzt erstmal nicht mehr rennen. Ich habe die Hoffnung, dass dann gleich noch Dingens kommt. Hier eine Auslootbox. Mhm. Warst du hier hinten schon an der gelben Kiste? In dem Container? Nein. Hier sind noch zwei Kisten, eine gelbe und eine graue. Ja, aber wir machen hier hinten auf. Ich mich da irgendwo festsetze. Hm. Man hier da oben Ohrhof? Tatsache. Jupp. Das ist wieder sehr anstrengend für die Augen hier. Da können wir hier nach hinten. Ach, du gehst schon weiter. Guck bloß. Hier geht's weiter. Hier irgendwas lebt. Hier geht's weiter. Da geht's auch lang. Da drin. Danke. Du hast angefangen.
Ja, aber nicht bis zur Explosion. Ich muss mich mal gerade hochheilen. Abgesperrt, hier geht's nicht weiter. Also rechts rum. Mal kurz was wegschmeißen. Wenn ich den Scheiß denn hier mal wieder finde. Ich suche diese Explosionsfässer. Die Kanister meinst du? Stimmt, die habe ich auch auf Tasche irgendwo. Den Sack ist schwer. Hm. Und die EMP-Zellen, aber die nehme ich mit, die wird man bestimmt... da, drei Explosionsbehälter. Und jetzt habe ich wieder 60 von 64, weil ich konnte nicht mehr rennen. Noch was zum Ablegen? Kleine Brennstoffzelle. Mitnehmen, nicht wegschmeißen. Hier gibt es ja ein Bastelsystem, auch wenn das erst sehr spät im Spiel kommt. Da kannst du vielleicht geile Energiewaffen mitmachen oder sowas. Weiß ich noch nicht, ob das geht oder nicht geht. Weiß, muss man sehen. Fertig? Rote Tür. Oh, du bist jetzt weißhaarig. Du auch. Mach die Funzel aus. Was für eine Überraschung. Das ist aber nicht fertig. Wir haben die Stromversorgung nicht wiederhergestellt. Ich weiß. Das heißt, wir müssen wieder rein. Finde die Verteidigungsstellung am Standort Saltom? Habe ich jetzt unabsichtlich, warte mal. Stelle die Hauptversorgung des Bunkers wieder her. Oh, stelle die Hauptversorgung des Bunkers her, ja. Die Heimatstadt, die ist aus irgendeinem Grund abgeschaltet gewesen. Licht ist gerade wieder so komisch, ne? Ist ein bisschen hell. Mhm. Komm, geh mal wieder rein. Ist ein allgemeiner Bug, also ich könnte so kotzen. Gibt ja auch einen Marker, aber gehen wir erstmal hier rechts. Hier ist nichts. Oh, eine Tasche mit einem Umgang. Ist meine. Deine liegt hier auch. Also. Von da kamen wir. Hier, bei mir. Da geht's weiter. Der Marker zeigt zwar in die andere Richtung, aber auch eine Tür. Da ist der Marker nämlich. Ist eine Tür. Kiste. Marker ist unten. Hier oben ist noch eine Kiste. Da geht's weiter durch noch eine Tür. Da ist noch eine Kiste. Habe ich Erste-Hilfe-Kits. Mal alles genau abkicken. Abgucken. Berliner, das ist mein Ding. Schön, dass die Berliner. Ich hasse das selbst. Ah. Spinnen. Genau, wenn man nicht zu nah rangeht, kann man die ganz gut wegmachen. Die haben wohl einen Bewegungsmelder oder so. Abgesperrt. Okay. Rote Tür. Ich guck trotzdem die Seitengänge erst durch. Hör wieder was. Binne. Binne. Was ist das scheiß Vieh? Kiste. Den haben die gefunden.
Es ist extrem anstrengend für die Augen. Ah, du hast den Schalter gefunden. Können wir die Funzel nämlich ausmachen? Finde die Kommandozentrale des Bunkers. Was ist denn das hier? Hat auch nur noch 128 Karam, der ist auch schon am Arsch. So, jetzt Kommandozentrale, jetzt funktionieren auch die roten Türchen wieder. Oben. Die zum Beispiel geht jetzt. Das ist der gleiche Raum wie später, wo du dann Gas hast, weißt du, was ich meine? Bot. Kiste auf Tisch und hinter dem Tisch. In dem Gitterraum. Aber hier ist nichts. Machen wir das Gitter wieder zu. Sonst auch nichts gefunden, ne? Ja. Nee. Gut. Kann man sich aber wenigstens halbwegs vernünftig umkicken. Der Marker ist aber hier auf der Ebene, wie es aussieht. Ja, wo wir jetzt hinkommen. Das ist direkt vor mir. Jetzt ist er nach rechts gesprungen. Da vor der Tür. Scheißvieh, ich brauche ein Messer oder sowas. Ein Kampfmesser, das wäre mal was. Hier Räume. Ach, das ist ja wieder das Ding, wo du endlos looten kannst. Nee, das glaube ich nicht. Ich muss mal Munition wechseln. Ich gehe in den blauen Raum. Zwei Kisten. Duschen. Oh ja, könnte ich jetzt auch brauchen. Gute Idee. So, in den Duschen sind zwei Kisten. Zwei? Hier ist bloß eine. Was ist denn mit der hier? Hier müssen auch wieder Räume sein, genau. Kiste unterm Tisch. Kiste auf dem Tisch. Ah, hier, ein Collectible. Explosionsfeste Hose, ein Rezept war das, hier neben dem PC. Ja, habe ich schon. Wo ist denn die zweite Kiste? Hier unten ist eine Kiste und hier steht eine Kiste. Wenn ich nämlich sehe kaum hat. Mhm. War für mich sehr, sehr anstrengend für die Augen. Gefunden, wir sind fertig. Und hier kannst du jetzt auch deinen Scheiß loswerden. Westland, da ist Bertil Ludwig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin, men civilisten Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typen beskrev och påträffats eller observerats. Men Sixbond registrerade signalen. Fiende! Jag tänkte vad skönt det är i min maskin. Nedkämpad okänd skytte! Löjtnant Tillema, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Nee, hier kannst du nur Kleidung herstellen, Pläne anzeigen. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på... Ressourcenlager, doch, wo ich hier dran bin, genau. Ressourcenlager. Hier kannst du jetzt dein Zwirn rüberschmeißen. Textil. Nee, kannst du zum Bestätigen nehmen. Stahl, Klebstoff, Textil und Zwirn konnte ich rüberlegen, indem ich auf diesen Recycling-Knopf gedrückt habe, da oben bei mir im Inventar. Kannst du das da reinlegen, dann bleibt das da drin liegen, hast es nicht mehr auf Tasch. So, und hier schmeiße ich jetzt den anderen Quatsch rein. Hörst du draußen die Drohne? Ja, ne? Ja. So, und was macht man dann?
wenn das da drinnen liegt? Nichts, dann ist da drin. Wenn du später Baupläne hast, kannst du daraus Sachen bauen. Kugelfeste Weste und all so ein Zeug. Feuerwerkskörper 21, Halleluja. Kugelfeste Jacke habe ich. Ja, habe ich auch. Und noch kugelfeste Hose war da wenig bei. Bin auf 31 Kilo runter. EMP-Zellen kann ich auch noch weglegen. Fernglas brauche ich eigentlich auch nicht. Funkgeräte nehme ich tatsächlich mit, aber ich brauche keine drei Stück. Hier liegt ein Gewehr auf dem Tisch. Tue ich gleich gucken. Brennstoffzellen habe ich weggelegt. Meisten Feuerwerkskörper. Bin auf 27 Kilo runter. Oh, schön. Automatikgewehr. Hier. Mäuser, Automatikgewehr 4, Automatikgewehr 4. Hier kann ich auch weglegen. Na, erstmal die Mumpel rausnehmen. Ist draußen. Ja, lass mal gucken, kann ich mit der Pistole was Ergänzungen machen? 608 Hohlspitzmunition, alles klar. Mündungsaufsätze, Lichtmodule, Magazinerweiterung. Okay. Kapinsk, Ergänzungen, Mündungsaufsätze, Sicht, erweitertes Magazin, Visiere, Munition. Bleibt mir nur die. Wollen wir auf das Automatikgewehr mal gucken? Bleibe ich bei der. Könnt ihr ein Visier vergönnen? 1 bis 4. Mal schauen. Oh, fast gar keine Bewegung. Naja. Vielleicht, vielleicht doch nicht. So, ich wiege fast nichts mehr. Finde und erreiche Marinestückspunkt Soltolmen. Der erste Kontakt, eine andere Burg. Nicht allein. Hast du das auch? Ich bin gerade noch im Menü. Okay. Ich schneide hier mal. So, mal ein bisschen was recyceln. Die Ghetto Blaster gehen nicht. Fernglas geht aber. Ne, weder Ghetto Blaster noch das Mäuser Jagdgewehr. Geht auch. Möller PP geht auch. Das Magazin ließ sich auch recyceln. Also Waffen gehen, wunderbar. Automatikgewehr 4. Möller PP. Deine Brennstoffzelle. Fernglas. Explosionsfässer gehen nichts. Kann man Zielfernrohre zerlegen, ja. Mach ich auch gerade. Ganzen grauen Zielfernrohre. Notsignale, Feuerwerkskörper? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Schalldämpfer gehen auch. Feuerwerkskörper, nein. Notfallfackeln, nein. Hat mal probiert. Munition auch nicht, aber Waffen. Waffen gehen. Pump Action, Mäuser, Automatikgewehr. Okay. Oh, ich habe schon 63 Klebstoff, 119 Stahl, 20 Plastik und ein wenig Gummi. Jetzt will ich mal gucken. Pläne anzeigen. Ah ja, du kannst dann hier das Dreck basteln. Und er holt sich das selber da raus. Gegenstand erfolgreich angefertigt. Okay.
Und jetzt habe ich die schussfeste Jacke an, hoffe ich. Kopfbrille, Schminke, Jacke. Was trage ich denn? Wo kann ich das denn sehen, verdammte Kacke? Scheiße, jetzt zeigt das Jagdgewehr, ich rottet. Kann das denn zufällig passieren? Du musst es doch eindeutig darüber ziehen. Ist egal. Ja, kannst du meins haben, hier. Nein, da war auch bloß ein Grauet. Also. So. Fertigkeiten, Lock, Profil. Schminke, Hals, Jacke. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Jacke ist, die ich hergestellt habe. Ah, okay. Eco-Wissenschafts-Overall. Also es ist dann grundsätzlich egal, was du trägst. Nee, ist es nicht. Ah, okay. Das, was ich anhatte, habe ich verbessert. Ich verstehe. Ist ja krass. Kugelfeste Jacke in Grau, die habe ich mir hergestellt. Wurde direkt hier aus dem Ressourcengenerator automatisch übergezupfelt. Finde ich gut. Finde ich gut. Sonst noch Müll hier drin? Nee. Die EMP-Zelle und so, da will ich mal gucken. Das wird man bestimmt auch brauchen, genauso wie die Brennstoffzellen. Da haben wir hier was am Computer rumzudammeln? Nee. Whiteboard. Schaltschrank. Oh, der pumpt auch. Manometer. Okay. Gut. Wer bist du? Ah, so. Da. Aber bevor wir weiter rumdimpeln, ich würde sagen, erstmal entsorgen wir die Fernseher. So, das ist ganz wichtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ein bisschen was kürzer, aber dann danke fürs Zusehen, aber ist ein Safe-Punkt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.